Ja. So, du hättest gerne Stein. 200 Stück. So. Das heißt, das hier oben könnte ich jetzt alles wegmachen. Ja, das hier kann ich wegmachen. Wieso? Wo führt die nächste Reihe hier hin? Nirgendwo hin. Weg, 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 weg. Gott. Also, Stein kommt an, Stein wird eingelagert, Stein wird wegtransportiert später. Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. Wir werden jetzt sehr, sehr viel Stein im System haben. Jo, 98.000 Steine. Wie war das mit der Anlage für Landfill? Kann ich die ganze Welt einfach mal aufschütten? Ist doch auch schick. So lila Kisten brauchen wir nicht mehr. So. Wie, wie, wie. So, falsch da. Oh, Akkus. Bau bitte Solarzellen. Die würde ich auch ganz gerne aufstufen. Aber so, dass die Power-Armor fertig werden. Und ich weiß nicht, ob da alle Ressourcen für da sind. Ich gehe mal kurz gucken, während die gebaut werden. Ja, wir sind alle am Arbeiten. Nicht schnell genug, aber sie sind am Arbeiten. Achso, Stromverbrauch, ne? Ja, doch, das geht. Das ist verglichen mit anderen Sachen absolut vernachlässigbar. Was allerdings noch als Tipp kam, unter anderem waren zum Beispiel die Radaranlagen kurz abzubauen. Die sollen wohl recht teuer sein. 5,9 MW, aber du arbeitest gerade nicht, ne? Nee, okay. Ja, Radaranlagen hatten wir unten mehrere an der Mauer. Gucken, wie viel die verbrauchen. An welcher Mauer hatte ich die? Gute Frage. Oben bei dem Kohleding? Würde Sinn machen, weil es nah am Feind ist. Nein, es macht Sinn, dass es nicht da. Gut. Habe ich die stark gelassen? Vielleicht im Südosten, ja, das könnte sein. Mal runter. Hier unten irgendwo. Sehr komisch. Also ja, eventuell habe ich sie abgerüstet. Sonst stehen sie irgendwo, wo ich es gerade nicht finden kann. Ja, Strom. Akku ist gleich alle. Richtig, du weg, 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 weg. Alles aus. Weg, weg. So, warten. Warum arbeitest du nicht, wenn hier noch Knödel drin sind? Okay, da war irgendwas buggy. Achso, es sind Eisenknödel drin und er hat den Kupferknödel in der Hand, deswegen ging es nicht. Okay, Strom. Wird langsam mehr, aber wir haben auch gerade keinen Angriff. Ich hoffe mal, das bleibt so. Und da kommt der erste Angriff. Ach ja. So, Solarzellen sind gleich fertig. Power Armor auch. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann, die da alle eine Stufe aufzustufen. Und schon mal Solarzellen bauen, weil wir haben es gleich wieder Tag. Du bist nicht am Netz angeschlossen. Ja, warte. Wir haben keine Substations mehr. Bau Substations. 10 Stück. So, derweil hier weiter. Substations? Substations. Ugh, ich kann gar nichts sehen hier. Wer Tag? Okay, mach Licht.
Dahin. Achso, die Reichweite vom Licht wurde ja auch genervt. Aber gut, langsam kommt die Sonne durch. Substation, da. So. So. Haben immer noch Beschuss. So. Du kannst weg. 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 Batterien haben wir langsam. Was? Shotgun Battery. Achso. Das ist die da. Ja gut. Was sagst du? Du bist wieder nur ein Sniper oder so. Das sieht fast so aus, als wenn das schon in der Basis drin wäre. Strom? Strom hält sich, okay. Lauf, 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 lauf. Eigentlich müsste ich jetzt schon wieder runterlaufen und die Smelter anstellen, sonst haben wir gleich wieder kein Eisen. Bist du tot? Ja, du bist tot. Oh, Sniper-Türme. Das hatte ich auch schon mehrfach vorgehabt. Und ich hatte es immer wieder verworfen gehabt, weil im Hinterkopf hatte ich das noch, dass die Sniper-Munition irgendwas braucht, was wir nicht haben. Aber das stimmt gar nicht mehr. Das mit dem Rubber ist ein bisschen lästig, aber das kriegen wir schon hin. Das heißt, ich setze mal einen Sniper-Turm relativ mittig hier hin, um die anzulocken. Brauchen wir die ganzen Fließbänder hier noch? Was macht ihr? Ihr habt früher mal Eisen und Kupfer angeliefert, ne? Ja. Anu dazu mal. Weg damit. So. Genau. Alles weg. Alles weg. Vorsichtig keine Rohre abreißen. So. Also auf der Höhe hier irgendwo ein Sniper-Turm hin. Der kriegt eine Kiste, wo der keine Sniper-Munition hätte. Die müssen wir dann nur herstellen. In irgendeiner Fabrik. Wo bist du? Da bist du. Siehst cool aus. Siehst richtig cool aus. Erbchen. Und Kiste. So, du hättest gerne etwas, was wir noch nicht haben. Nämlich das da. 100 Stück. Jetzt gucken wir kurz, wie viel Rubber wir im System haben. 3800. Ja, das könnte reichen. Also müssen wir nur eine Fabrik bauen, dann ist alles gut. So, du. Ich glaube, wir können dich nehmen. So, Kohle, Kupfer, Stahl, Rubber. Kohle, Kupfer, Stahl, Rubber. Kohle, Kupfer, Stahl, Rubber. 100, 100, 100, 100. Ärmchen ist da, müsste es im Einflussgebiet sein. Und dich beschränken wir bitte auf 2 Stacks. Und ich habe schon wieder 10 Königin-Eier. Bau bitte Artefakte da draus. Damit wir gleich die Power-Rüstung bauen können. Das wird schick. So, schmelzen wieder an. Eins, zwei, drei. So, was sagt das hier? Stahl haben wir inzwischen gut was. Das heißt, theoretisch könnten wir uns die Schmelze für ein, zwei Folgen einsparen. Eisenplatten, Kupferplatten sind immer noch ein tierisches Problem. Rohkupfer und Roheisen haben wir wieder genug. Wir haben noch 13.000 Knochen. Mehl, also Charcoal. Das heißt, die Boiler laufen auch noch eine Weile. Bitte stell her Super Boiler. 260 blaue Chips. Ne, bau bitte die 5er Boiler, weil die Anlage ist noch nicht komplett umgestellt.
Ja, 90 Grad. Hier ganz zu schweigen. Nicht schön, gar nicht schön. Komme ich daran? Bau bitte die Boiler dahin. So. Hier oben haben wir auch kein Licht. Ändere das mal bitte. Du da, du da. Akkus werden entladen. Jo. Die schmelzen ziehen am meisten. Das ist okay. Power-Armor ist gleich fertig. Oh, jetzt ist das da. Was kommt nach der Power-Armor? Solarzellen, ne? Ja, das geht richtig flott. Und das Aufstufen kostet nur in Anführungszeichen Kupfer und rote Chips. Kupfer und blaue Chips. Ja, blaue Chips ist mal so eine Sache. Die sind schon ziemlich kostspielig. Ich habe schon wieder Eier im Inventar. Oh, bitte, das da. Wir brauchten insgesamt 150, wenn ich mich nicht irre, für die Power-Armor. Achso, die müssen erst noch arbeiten. 20 Liter Chips, sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Wo war die? Genau hier. Da ist kein Artefakt mehr drin, ne? Nee, schade. Hätte ja sein können. So, wo war die Forschungsanlage? Hier. Ja. Power Armor. Komm schon. Kling? Nein. Ach Menno. Das muss echt ewig dauern, das zu bauen. Gibt es eine Power Armor im K4? Nein. Und ja, 150 Alien-Artefakte und 150 Chitin. Das habe ich hoffentlich nicht automatisch schon zu Mauern verbaut. Nee, wir haben noch 5100. Das sollte reichen für ein paar Power Armors. So, Strom hält sich, auch wenn wir es gerade Nacht haben. Das ist gut. Boiler sind fertig. Die setze ich noch flott. Da hinten. Boiler, 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 Boiler. Und ich bin vollgemüllt mit Charcoal und so Zeug. Setz mal Charcoal rein. Und Brennstoffblöcke. Und noch mehr Charcoal. So. Wird gekämpft. Türme schießen, ist okay. Muss ich mich nicht drum kümmern. Und die Power Armor ist fertig. Sauber, sauber. Also, Solarzellen. Job, job. Das sollte fast instant gehen. Immer. Naja, okay. Fast instant ist übertrieben, aber es geht ziemlich flott. Dann müsste ich theoretisch alle Solarzellen rausrupfen und dann upgraden, ne? Ja. Mach mal bitte Output da. 5 Stück nur. Habe ich so wenig Batterien? Ja, habe ich. Tja, tja. Hat er immer noch nicht behoben. Jetzt wird doch durchgehend Kupfer und Eisen produziert. Warum meckerst du immer noch, du komisches Batterieding? Du. Weil ich dir keinen zweiten Kollegen gegeben habe, ne? Wie ich es versprochen hatte. Ja, tut mir leid. Ich wurde wohl von irgendwas abgelenkt. Soll bei mir ja mal vorkommen. Kann ich dich so hinstellen, dass wir beide in dieselbe Kiste reinstopfen? Ich glaube schon. Du setzt dich mal direkt an den Tank. Stell bitte Batterien her. Und zwar das Ganze. Arbeitest du schnell? Ja, du arbeitest schnell. Das Ganze bitte schnell. So, so. Dann kriegst du ein langes Ärmchen. Okay. Dann brauchst du noch eine Kiste. Da, gib mir Kiste. Pritzel. Du hättest gerne Eisen und Kupfer jeweils 100. So, und jetzt sollte ich eigentlich langsam mal genug Batterien haben für so einen Kram. Achso, und hatte Sniper-Turm schon mal was gemacht?
Snapperturm. Kills 0. Damage Dale 264. Oh. Kann es sein, dass ich unten bei der Fabrik keine Ärmchen gesetzt habe, bei der Sniper-Muni-Fabrik? Das kann sogar sehr gut sein, hm? Geh mal da rum, da raus. Sniper-Muni-Fabrik. Doch. Oh, hauauaha, ist das langsam. Ja, mach mal. Uff, uff, uff. Okay, das war nur ein einziger Turm bisher. Gut, gucken wir hier. Hier ist noch so eine Anlaufstelle von den Basen da unten. Das heißt, ich setze jetzt einen Sniper-Turm. Hier so hin. Das Problem ist, er schießt halt auch, wenn sie so nah dran sind. Das heißt, die Sniper-Muni wird auch verbraucht für den Nahkampf. Außer das Ding schießt nur, wenn Gegner in dem Maximalbereich auftauchen. Wenn Gegner zu nah dran sind, hört er auf zu schießen. Das wäre sehr, oh, sehr praktisch. Du bist ganz schön groß, Turm. Du bist zwei Felder groß. Was? So. Du hättest gerne Munition. Sniper-Munition. 100 Stück. So. Das sollte hoffentlich helfen. Solaninki ist auch gleich fertig. Sehr schön. Also nächste Folge. Die Power-Armor versuchen zu bauen, wenn wir genug Alien-Eier bekommen. Und dann die Solarzellen umbauen und ganz viele Akkus aufstellen, weil sonst bringen die Solarzellen gar nichts. Weil nachts bringen sie eh nichts und tagsüber wird es eigentlich eh schon recht schnell aufgefüllt. Das heißt... Nochmal aufstufen. Blaue Chips würde ich eigentlich ungern ausgeben. Und wir haben ja genug Platz, also... Die da. 150 MJ, 700 A50 jeweils. Brauchen 25 Lila Chips. Nein. Zu teuer. Alles zu teuer. Ich kann keine Sniper-Muni gießen. Das ist schade. Weil dann könnte ich das normale Plastik benutzen und nicht das Rubber. Wie bei den anderen Chips ja auch. Noch ein Vorschlag war Laser Turret Damage Upgrade. Nee, das ist Gun Turret Damage Upgrade. Das Ding hier. Das sind die Laser Turrets. Laser Damage habe ich schon, Max. Ja, weil je höher halt der Schadensoutput ist, desto weniger muss geschossen werden. Hm, ich mach mal den, der geht sehr schnell. Aber gut, also nächste Folge versuchen die Power-Armor zusammenzukriegen, mehr Akkus und Solarzellen umbauen. Also bis gleich.